Hier sind 10 lustige Momente mit Balljungen oder Ballmädchen im Sport. Für mehr solche Videos abonniere Alphaloop und nicht vergessen zu liken. Aber jetzt, los geht's. Oh, dieser arme Balljunge, er ist nicht nur gestolpert und mit dem Gesicht vorangefallen, sondern hat auch noch etwas getroffen, was wie ein Metallkasten aussah. Und das Ganze wurde auch noch gefilmt, da Maria Sharapova direkt vor dem Geschehen saß. Aber er hat sich gut erholt. Seht euch mal diesen armen Balljungen an, der gegen eine massive Wand läuft. Es ist sogar noch lustiger, wenn man es in Zeitlupe sieht, weil es fast so aussieht, als wäre es absichtlich. Oh, und er steht auf und tut so, als wäre nichts passiert. Momente wie diese passieren alle Jubeljahre einmal. Wir, wie auch die Kommentatoren, sind uns nicht sicher, ob Jelena diesen schüchternen Balljungen anbaggerte oder einfach nur jemanden zum Reden wollte. Und warum hat sie ihm ein Handtuch angeboten, um sich zu bedecken? Was war da genau? Dieses Ballmädchen weiß wirklich, wie man einen Ball fängt. Schaut mal, wie sie diesen Ball mit Leichtigkeit davon abhält, in Richtung eines älteren Zuschauers zu fliegen. Vielleicht sollte sie als Fängerin auf dem Feld stehen, anstatt vom Spielfeldrand aus zuzusehen. Was meint ihr? Eden Hazard wurde von seinen Teamkollegen als der netteste und lustigste Kerl in der Umkleidekabine beschrieben, aber sein kurzer Moment des Wahnsinns mit diesem Balljungen zeigt eine ganz andere Seite von ihm. Anscheinend findet der Balljungen die Zeitspielbetreiben nicht amüsant. Echt krass, wie er beschließt, den armen Balljungen in den Bauch zu treten, um den Ball zurückzuholen. Was hat er sich gedacht? Dieses Ballmädchen hat nicht an der Seitenlinie herumgealbert. Sie macht einen so tollen Fang, dass Eduardo Escobar mit offenem Mund dastand. Offensichtlich beeindruckt. Sie muss ein oder zwei Dinge über Baseball wissen, obwohl sie nur ein Ballmädchen ist. Erstaunliche Fähigkeiten. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass man Balljungen sieht, die verrückte Fähigkeiten zeigen und sogar die Spieler auf dem Spielfeld in den Schatten stellen. Dieser Junge verdient eine Auszeichnung für diesen erstaunlichen Sprung, mit dem er den gefaulten Ball rettete. Mit Sicherheit der unterhaltsamste Moment in diesem Spiel. Wenn man als Ballmädchen einen guten Fang macht, kann man manchmal gefeuert werden. Dieses Ballmädchen dachte wahrscheinlich, dass sie einen beeindruckenden Save gemacht hat, aber tatsächlich fing sie einen fairen Ball. Ups, da wird wohl jemand entlassen oder bekommt Ärger. Balljungen und Mädchen bekommen öfter mal Ärger, wenn sie zur falschen Zeit am falschen Ort sind oder ihren Job schlecht machen. So wahrscheinlich auch dieser Balljunge, der versehentlich in das Spielgeschehen eingreift. Es war klug von ihm, schnell zu verschwinden, bevor die Dinge unschön wurden, wenn man die Reaktion der Tribüne so sieht. Lasst uns das Video mit einem guten Moment beenden. Balljunge oder Mädchen zu sein, ist kein einfacher Job, wie die meisten Leute vielleicht denken. Aber das bedeutet nicht, dass man keinen Spaß dabei haben kann. Seht euch diesen super talentierten Balljungen an, der mit den Bällen jongliert und die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und das hinter dem Rücken. Well done. Und das war's für heute. Für mehr Videos wie dieses abonniert Alphaloop und hinterlasse ein Like, um uns wissen zu lassen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Haut rein und stay Alpha.